Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin mal wieder unterwegs für euch. Welches Stadion ich diesmal besuche, das erfahrt ihr nach dem Intro. Die Prisiro Arena ist ein Fußballstadion im baden-württembergischen Sinsheim. Es wurde innerhalb von 22 Monaten erbaut und dient seit 2009 als Heimspielstätte der TSG 1899 Hoffenheim. Es befindet sich gegenüber dem Technikmuseum Sinsheim an der Autobahnausfahrt Sinsheim Süd. Das Stadion hat 30.150 Plätze, aufgeteilt in 23.400 Sitz- und 6.750 Stehplätze. Für die Anreise mit dem Auto stehen insgesamt 4.600 Parkplätze sowohl in unmittelbarer Nähe des Stadions als auch in der Umgebung zur Verfügung. Es kann jedoch sowohl bei der Anreise als auch bei der Abreise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Für die Nutzung der Parkplätze fallen 5 Euro Parkgebühren. Der S-Bahn-Haltepunkt Sinsheim Museum Arena ist etwas mehr als 1 Kilometer Fußweg entfernt. Zudem gibt es zur An- und Abreise einen Bus-Shuttle-Service am Busbahnhof am Bahnhof Sinsheim zur Arena. Neben den regulären Fahrplänen setzt die Deutsche Bahn Entlastungszüge bei Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim ein. Die Eintrittskarte für Fußballspiele in der Prisiro Arena gelten gleichzeitig auch als Fahrkarte für eine Hin- und Rückfahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar und des Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr. Alles andere, was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt über den Link unten in der Beschreibung. Von den Parkplätzen am Stadion sind es nur wenige Minuten bis zur Arena. Erst wenn man unmittelbar am Stadion steht bzw. sich zu seinem Sitzplatz begibt, erkennt man, dass rund um das Stadion die Tribünen von außen verkleidet wurden. Sichtbehinderungen gibt es nicht. Von allen Plätzen aus hat man eine gute Sicht auf das Stadion. Auch das darf wieder nicht fehlen. Das Foto vom Stadionmenü. Ich habe mich diesmal nicht für eine Bratwurst, sondern für eine Currywurst entschieden. Mehr dazu aber später. Kommen wir wieder zu meiner Bewertung des Besuchs. Ich weise wieder darauf hin, dass diese Bewertung meine eigene Meinung widerspiegelt. Andere können und dürfen eine andere Auffassung haben. Verkehrsanbindung. Das Stadion liegt in unmittelbarer Nähe zu einer Autobahn. Parkplätze sind mehr als ausreichend vorhanden. Ein Erreichen mit Bus-Shuttle vom Hauptbahnhof aus bzw. per S-Bahn ist ebenfalls möglich. Ferner sind auch Fahrradstellplätze vorhanden. Lediglich bei der An- und Abreise mit dem Auto kann es zu Verkehrsbehinderung kommen. Daher 10 von 10 Punkten. Stimmung. Im Stadion haben die Heimfans versucht, Stimmung zu machen. Die kam meiner Meinung nach nicht ganz auf. Ganz so schlecht war es aber auch nicht. Daher 7 von 10 Punkten. Stadionmenü. Ich hatte mich diesmal für eine Currywurst und ein Bier entschieden. Beides zusammen kostete stolze 8,40 Euro. Selbst wenn ich eine Bratwurst genommen hätte, wären immer noch 8,20 Euro fällig gewesen. Selbst wenn ich berücksichtige, dass dabei 50 Cent Pfand für den Becher mit dabei waren, sind 7,90 Euro bzw. 7,70 Euro recht viel. Deshalb, und weil die Wurst leider wieder nicht richtig heiß war, nur 7 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht war sehr gut. Sichtbehinderungen im Stadion gibt es meiner Meinung nach keine. 10 von 10 Punkte. Stadion. Das Stadion ist ein Neubau mit allen notwendigen Dingen. 9 von 10. Damit erreichte das Stadion 43 von 50 Punkten und liegt hinter dem Deutsche Bank Park auf Platz 2. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt mir es unten in die Kommentare rein. Ich werde es gerne beantworten.
Ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bis dann. Tschüss.